Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Double Dragon Advance auf dem Game Boy Advance. Ja, und seht das mal so als Special für meine beiden treuesten Zuschauer. Für den Dirk und den Daniel. Ja, Double Dragon. Ja, bin kreativ, ne? Ich hätte jetzt auch ein D&D-Game rauskramen können. Haben wir aber nie gefunden. Ihr seht schon, Double Dragon Advance hat auch eine Vorgeschichte. Ja, es ist nach, 5 Jahre nach der Nuklearkatastrophe und Billy und Jimmy Lee, die beiden Zwillinge, die so Zwillinge sind wie Rio und Ken. Ken und Barbie, ich weiß es nicht. Haben dann auf einmal einen Brief bekommen und wir wissen, da haben sie jemanden entführt. Ich dachte eigentlich, die Alte heißt Maria, aber der ist der Marian. Das ist ja was ganz anderes. Da kommen wir sofort Robin Hood-Analogien. Übrigens Shadow Warriors, ne? Welcher deutscher Titel ist das eines NES-Klassikers? Jetzt in die Kommentare, dann weiß ich auch, dass überhaupt irgendeiner zuhört. Ich wollte euch dieses Game einfach mal zeigen, weil ich es A geil finde. Das Einzige, was ein bisschen bescheuert ist, warum diese Version nie in Europa rauskam, das muss man nicht verstehen, weil das Original Double Dragon für den Game Boy, ich finde das auch richtig cool, nur die Musik zieht tierisch nach. Also da weiß ich nicht, was sie da irgendwie fabriziert haben. Dieses Ding ist wirklich nahezu Arcade-Perfect. Also für einen GBA-Titel fliegt. So, ich guck mal. Bin ich hier auf Lutschen-Modus? Ja, ich bin auf Lutschen-Modus. Habt ihr jetzt auch gesehen. Und dann kann ich nämlich auch ein bisschen was ausprobieren. Ja, ich wollte euch einfach mal ein bisschen was erzählen, was so irgendwie in nächster Zeit passiert. Wo ihr das hier seht, kann ich euch schon mal sagen, der Key für Day of the Tentacle Remastered ist da. Das heißt, wenn ich damit fertig bin, dann kommt als nächstes dann die Aufnahme. Und dann werdet ihr sicherlich in irgendeinem Video erfahren, wann ich es euch dann zeigen darf. So, warte mal, wo ist denn genau? Da ist der Doppeltritt. Jetzt mal wieder rausprobieren, wie die ganzen Tricks hier funktionieren. Zack. So, warte mal, taunten kann man so, ne? Genau, ganz toll. Wichtig in irgendeinem Kampfspiel, man muss taunten. So, komm, jetzt gibt's erstmal einen auf die Breitseite. Ich habe schon mal angekündigt, das möchte ich hier auch noch mal kurz kommentieren. Es kann sein, dass im Mai ausnahmsweise mal nicht 25 Videos am Tag kommen. Ich hoffe, wir können damit leben. Wenn nicht, dann ist mir das auch egal. Ist einfach so. Warte mal, ich will mal eben die Peitsche. Das kenne ich von zu Hause. So, zack. Komm, gibst du mir mal ein Ding. Nehmen wir mal was. Zum Spielen. Nein, das spielt sich wirklich unglaublich gut. So, warte mal, wo ist mein Kick? Zack. Die Spezialwaffe, die jeder Double Dragon Fan kennen muss. Den Flying Jump Kick. Das ist noch nicht Abobo, ne? Abobo kommt gleich noch. Der ja auch mittlerweile sein eigenes Fangame bekommen hat. So bescheuert sind die Leute da draußen. Nein, aber im Mai kann es sein, dass es tatsächlich mal ein bisschen nicht so viel gibt. Natürlich werdet ihr mit Sicherheit einen Bericht von der Retro-Börse dann bekommen in Oberhausen. Da kenne ich mich für. Das mache ich nicht so wie andere Kanäle, die euch da irgendwie ein halbes Jahr später das Material erst zeigen. Kleiner Hinweis, das interessiert meistens die Leute dann auch nicht mehr. Na komm. Komm. Aua. Warte mal. Hier, komm. Spring aber tot. Alter! Holst du hier deine ganzen Kumpels? Hast du hier einen Aufruf gemacht bei Facebook? Große Kloppe im Garten? Kommt zu uns? Alter, ich mal hier ganz gut hier. So. So, Abobo erstmal auspeitschen. So, gewonnen. Gut. Nein, also wieder im Mai kann es dann ein bisschen weniger geben. Ich meine, ich hoffe mal, ihr könnt damit irgendwie leben. Und sonst kann ich schon mal sagen, dass so ein bisschen so, wie es 2016 weitergeht, auch schon mal ein bisschen, ja, ich sag mal, so Formen annimmt. Weil auf jeden Fall, was ich definitiv euch jetzt schon sagen kann, also was definitiv wegfällt, ist diese Geschichte, wir sind nun mal in der Netflix-Generation, dieser totale Blödsinn mit festen Uhrzeiten. Also, so guckt im Internet sowieso keiner mehr. Alter,
Ich da immer höre, ja, bei mir kommt erst was um 20 Uhr. Ja, das ist doch scheißegal, es guckt doch um 20 Uhr eins noch eh keiner. Ah. Du bist mir ein bisschen zu explosiv, mein Freund. Das war übrigens hier, glaube ich, eine Bewahre. Na, wo ist der tolle Uppercut? Ah, kriege ich auch nicht hin. Muss ich erstmal ein bisschen rumprobieren, wie die... Alter! Das ist mal... Ja. Bumerang. Kommst du aus Australien oder was? So nicht. So. Jetzt mal ordentliche Kneipenschlägerei. So, komm. Hier, wer ist der Nächste? Zack. Ah, das war doch schon mal eine schöne Fist. Nein, also da könnt ihr auf jeden Fall davon ausgehen, es wird dann nicht die typischen Zeiten geben, sondern es, wenn das Video fertig ist, ist es da. Fertig. So. Was das genau dann wirklich in der Praxis heißt, das ist noch eine andere Geschichte. Aber das werdet ihr dann schon sehen. Vielleicht auch noch irgendwas zu der Geschichte, was uns One Night Stead gebracht hat, was ja, glaube ich, immer Leute noch nicht verstanden haben. Alter! Ich... Sag mal! Ist mal gut hier? Ja, Ruhe. Na, komm. Jetzt kommen auch die Men in Black. So, Mr. Smith. Ist Zeit. Da. Dodge this. Na, damit habe ich, glaube ich, schon mehr Referenzen als manche anderen in ihren Videos. So, komm. Nein, One-Night-Stand hat, sollte zwei Sachen haben. Einerseits natürlich ein Test für, wie, viral YouTube geworden ist, ob man sowas überhaupt absenden kann, ob die Leute das folgen, und natürlich ist klar, die üblichen Leute, die nach einem Video schon überfordert sind, die haben natürlich das nicht gefolgt. Das konnte ich aber auch nicht erwarten und das sah auch Ziel der Übung. So, was bist du, Wesley Snipes? Oder Morpheus? So, jetzt ist mal gut hier. Kick this! Oder jetzt nach einer Referenz. Kick it like Beckham, falls ihr noch irgendjemand kennt. Er ist jetzt, glaube ich, Schauspieler geworden. Naja, böse Menschen sagen, das war auf dem Fußballplatz auch schon, aber... Da hätten wir noch nur was den Flying Dutchman. Grüße an Herrn Robin, aber... So, komm, geh mal weg hier. Zack. Oh. Aber man kann, glaube ich, nicht mehr... Die, punchen, wenn sie am Boden liegen, glaube ich. Wobei, das werde ich ja noch ausprobieren. Wer bist du denn? Du bist wirklich aus Mad Max übrig geblieben, oder was? Wie ist der Fritze nochmal bei Mad Max 2, der komische... Woran erinnert er mich gerade? Immer, ist mal... So, mal, ist mal gut hier. Doch, geht. Da, jetzt gibt's Haue. Kriegen die auch was davon ab? Oh, scheint zu klappen. Da. Jetzt hier, wir kommen wieder im Zirkus. Da, weg. Scheint auch Mission 2 erledigt. Nein, also, wie gesagt, One Night Stand hat ein paar Ergebnisse gebracht, wie das funktioniert oder eben wie das auch nicht funktioniert. Und daraus werde ich meine Erfahrungen und Lehren ziehen. Weil dann kann man nämlich ein bisschen die Logistik ändern. Ich kriege ja auch immer gerne die Frage, wie schaffst du das da irgendwie zwei, drei Videos da hinzukriegen? Ja, das nennt man ein Workaround. Das werden wahrscheinlich die ersten, was erzählt er jetzt schon wieder? Ja, was man definitiv immer als Vorteil hat, die meisten Leute sind ja auch schnell überfordert. Das ist ja dieses Übliche. Es gibt ja die Leute, die... bei YouTube, weiß ich nicht, mit 25 Videos am Tag anfangen und dann merken, hoch, sie sind nicht reich und berühmt und scheiße, alles doof, also lass ich sein. Das funktioniert so nicht. Also du musst einen langen Atem haben, vor allen Dingen mittlerweile, jetzt ist es ja in vielen Punkten noch wesentlich härter. Weil es mag vielleicht sein, dass die Konkurrenz
nicht mehr so riesig ist, wie sie immer war. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da glaube ich, jeden Tag gab es 25.000 neue Let's Player. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil die auch einfach keine Lust mehr haben. Weil es ist auch einfach so, dass es dementsprechend nicht mehr oder beziehungsweise den Fame bringt, von Geld will ich gar nicht mehr sprechen, aber den Fame bringt, den es früher mal brachte. Da gibt es ja auch ein paar Schnarchnasen, wenn ihr euch vorstellt, so, dass die heute bei 30.000 oder 50.000 Abos sind und eigentlich nicht mal in der Lage sind, einen fehlerfreien Satz zu machen. Das wird heute nicht mehr klappen. Das ist die Konkurrenz einfach zu groß. Und deswegen hat man natürlich, wenn man, desto länger man das macht, einen unglaublich großen Vorteil. Also die, die früh angefangen haben und weitergemacht haben, sind auch immer noch weiter vorne. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern, weil es einfach ganz so ist. Aber du kannst nicht erwarten mit push mich hier, push mich da und ich sabbel dir einen zu und was weiß ich alles und ich mache hier die große Abteilung. Was ganz schnell vollkommen nach hinten losgeht, ist, wenn du nicht authentisch bist. Wenn du irgendjemand bist, von dem man nach 5 Minuten weiß, der hat noch nie irgendein Videospiel gespielt und erzählt hier, er ist der große Obercrack. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Genauso wie es umgekehrt nicht funktioniert, dieses ich möchte gern der Telekolleg Retro sein. Das interessiert doch keine Sau. Also wenn ich mir vorstelle, dass es da immer noch Leute gibt, die mich auch mal fragen, mach doch mal irgendwie hier so einen historischen Kontext und was weiß ich nicht alles. Und wann, wie, wo, was gelaufen ist, das interessiert keine Sau. Ich habe auch irgendwann, das habt ihr auch gemerkt, irgendwann auf, ich sag mal, übliche Beschreibungstexte verzichtet, weil ich gemerkt habe, außer die zwei Leute, die sie lesen, die gucken auch die Videos komplett, das heißt, die sehen, was da passiert, die anderen interessiert das eh nicht. Deswegen, also auch dieser Witz, wenn ich immer sage, hier haben wir die Kevin-Generation, das ist einfach so. Du hast hier nicht mehr die Leute, die sich auf ein Video freuen, sondern wie gesagt, die wollen was sehen, dann wollen sie vielleicht irgendwie einen Ersteindruck von irgendeinem Game haben, so haben sie den gehabt, ja, kaufen sich das Ding oder, na gut, gehen vielleicht auch auf andere Plattformen, die soll es ja auch noch geben, aber konsumieren das dann woanders. Man sieht es ja zum Beispiel jetzt hier, auch wenn zum Beispiel, Tokyo Dark, glaube ich, hieß das, ne? Bei Gronkh sogar sehr ansehnlich war. Eigentlich so ein Game, was mich dann sozusagen auch mal interessiert. Natürlich den Hype hat er jetzt erstmal wieder gekriegt, dass er jetzt einfach wieder Minecraft angefangen hat, ne? Sonst war der Hype ja nun wirklich auch selbst bei ihm weg. So, und das heißt ja, ne? Wenn wir immer noch die Generation haben, die sich noch 25.000 Mal Minecraft anguckt, dann weißt du, was du da für einen Klientel da draußen hast. Das ist noch nicht mal das COD-Kiddy. Sondern das ist, wenn man so will, der Jan-Erik Marcel, der, was weiß ich, seinen Namen tanzen kann. Und beide Kiddies gucken garantiert nicht mich. Also muss ich auf die nicht achten. Na komm, mal hier. Ah, jetzt gibt's erstmal richtig ein vors Fressbrett. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Titel mag? Ich mag ihn. Na komm. Ich weiß gar nicht mal, waren das 5 Level oder so? Vielleicht können wir das sogar komplett durchspielen. Mal gucken. Kann ich sie als Walkthrough verkaufen? Das ist übrigens auch so was für die Leute, die sich immer wundern, warum irgendwelche Walkthroughs perfekt sind. Also es gibt ganz wenig Leute, die wirklich die Games auswendig kennen. Das meiste ist Tool Assistant. Sprich, eine wunderbare Fähigkeit des guten Editierens. Verrate ich gerade auch schon wieder was. So. Was ich vielleicht auch mal verraten kann, das habe ich ja auch noch vor, also das könnte man auch mal in diesem Video mal wieder verraten, was ihr denn mal wieder für Fragen an mich habt. Also was ich definitiv als nächstes mache, wenn ich da wieder Luft zu habe, werde ich euch erstmal beibringen, wie man Steam Keys kriegt. Weil das geht mir vollkommen auf den Sack von diesen ganzen Leuten, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ja, dem Publisher eine Mail schreiben mit ich will zocken, reicht nicht. Sondern du musst da dementsprechend schon, ich sag mal, ein bisschen mehr tun. Und dann macht's auch Sinn, wenn du auf deinem Kanal schon Videos hast. Ohne Videos brauchst du da auch nicht ankommen. Und die Steigerung ist ja, das brauche ich ja nicht sagen, in der Kategorie bin ich jetzt noch nicht, aber dass es ja schon Leute gibt, die für Let's Plays auch mittlerweile bezahlt werden. Was meinst du denn, warum die 10.000 Games dann toll finden? Deswegen, die sind auch stocksauer, dass man irgendwie dann Werbung ein oder beziehungsweise Werbesendung oder was weiß ich was einblenden muss.
weil das weiß man, dann ist man ja kommerziell. Als wenn man das auf YouTube nicht ohnehin. Aber gut, das ist wieder die übliche Doppelmoral. Auch das ist etwas, will aber weitermachen. Danke. Ich hab da noch Continues. So. Zack. Haha. Ja, mal Bombenstimmung. Zack, weg. Alter. Der Hintergrund nervt jetzt aber ein bisschen extrem. Zack. Boah. Jetzt geht's aber los hier. Ah, das geht auch noch. Ja, es ging im Automaten-Game auch noch geil. Die runterschmeißen, das geht dann natürlich wahrscheinlich für den Player auch, aber... Zack. Ah, so. Zack. Ah, komm her, fight! Boss? Alter. Ah. Also mit Schwertern, jetzt wird's aber ganz böse. Ist ja total unfair. Kommt nicht zu einer Straßenschlacht mit dem Schwert. Bestimmt der Boss. Zack. Und. Aua. Hat auch ein Schwert. Finde ich nie so fair. Yes. Das Einzige, was ärgerlich ist, man sieht hier nicht die Helfleisten von den anderen. Aber sie ist ja auch Mission 4 geklärt. So. Müssen wir bald da sein. So lang war das noch nicht. Dann wollen wir mal gucken, wie dunkel der Pfad ist. Geil. Eine Axt. Will ich haben. Yes. Das fand ich so geil bei einem Punisher Arcade Game. Die Waffenabteilung. So. Na, jetzt machen wir ja ein bisschen Golden Axe. Alter. So, komm. Do a barrel roll. Noch eine Referenz. Sollte ich vielleicht mal irgendwie machen in so einem Video. Die meisten Referenzen, genau. Kann ich Deadpool erreichen? So, zack. Ah, komm, weg, weg, weg. Ist ja unglaublich. Nein, nein, aber ihr könnt euch auf jeden Fall beruhigt erstmal darauf verlassen, dass ich schon ein paar To-Dos habe für 2016. Und für 2017 auch. Also dann macht euch mal keine Gedanken. Nur es gibt ja eben ein paar Sachen da. Muss ich gucken, dass man da irgendwie das sinnvoller hinkriegt. Weil das YouTube-System ja in vielen Punkten einem total auf den Sack geht. Und das, das muss aufhören. Da muss man gucken. Ach, das ist ein Loch. Ja, schmeiße ich die doch da rein. Ja, nicht will ich das. Komm, zack. Muss ich mal gucken, dass ich das Mikrofon hier nicht treffe, wenn ich hier rumkloppe. So, weg damit. Okay, natürlich, es ist ein Videospiel, der kann nicht schwimmen. Das ist auch geil. Du scrollst mich gerade raus, oder was? Alter.
So, was hast du davon? Wenn du mich weggesuplext hast. So, komm hier. Zack. Oh, das. Ich haben. Ja, zack. Na komm. Ja, komm noch. Ja, fast. Ich wollte ihn eigentlich direkt wieder ins Loch werfen. Okay, nicht mich. Na ja, komm, und noch mal ein. Na ja, komm. Geht doch. In the black hole. Was ich auf jeden Fall euch schon versprechen kann, ich werde auf jeden Fall, weil ich es mir jetzt auch schon ein bisschen zusammengesucht habe, wir werden auf jeden Fall 17, 18, was weiß ich, 35, also da, wo der Berliner Flughafen eröffnet wird. Leute lachen gerade. Wir haben auf jeden Fall noch viele Adventures, die ich euch zeigen will. Weil es gibt mehr als Daedalic und LucasArts. Und das macht ja irgendwie sonst keiner. Ist auch so ein Tipp für Leute, die nicht ganz so der Talker sind. Nimm die Adventures, wo selber gelabert wird. Dann fällt das nicht so auf. Sonst musst du nicht 2 Stunden irgendwie die Show reißen. Ja. Ja, bleib mal schön da. Ja. So, komm. Okay, das war knapp. Was ist das denn? Alter. Das ist ja hier, sieht ja aus wie dieser komische Fritze da aus Game of Thrones da, der. Oder wie aus einem ganz schlechten SM-Club. Oder doch Mad Max. Ah, komm, zack. Da ist der Uppercut. Jetzt habe ich ihn. Hä? Toller Trick. Alter, ich habe gegen Shao Kahn gekämpft und Major Bison. Ja, ganz toll. Tot? Okay. Na, komm. Zack. Au, was bist du denn? Michael Dudikopf? Oder Rap Brown? Oder Steven Seagal? Da gab es da noch so irgendeinen. Wie ist denn der Fritze nochmal von The Best of the Best oder so? Gab es da auch noch so irgendeinen super B-Action Hero? Alter, das war doof. Ah! So, weg. So. Komm, geht mal dahin. Und? Jetzt mache ich dich trotzdem weg. Okay, geht da automatisch hoch. Okay. Was seid ihr denn wieder? Ja, jetzt sehen sie echt aus wie... Was weiß ich, irgendwelche... Supersoldaten. Ich glaube, der kann auch noch ein Clothesline, ne? Wollte man Clothesline zeigen. War ja schon wieder tot. Mal Ruhe hier. Erstmal weg. Puh.
prügeln. So. Yes! Kann er. Ah. Dafür kann ich nicht zielen. Alter, ein Shoulder Tackle ins Kreuz geht überhaupt nicht. Das ist illegal. Da wirft man eigentlich sonst die gelbe Fahne. Ja. Ah, zack. Na, ah, weg. Ah, die nächsten Leute, ey. Sag mal, was geht denn hier ab, ey? Aua! Oh, Stein ist Instant Death? Okay. Oh, ist das der Hulk? So, komm. Banner! It's time! Für die schlechtesten Filme des Marvel-Universums. Wenn selbst Edward Norton dich nicht retten kann. Au. Alter! Ich werde hier aber vollkommen gedoubleteamt. Ich will jetzt mal extra nicht sagen gesandwiched, weil dann schreibt garantiert wieder einer Penis. Ah! So, komm. Na, komm. Und komm her. Na, zack. Jetzt aber. Na komm. Und yes. Schön. Outstanding. Oder so wie er aussieht, Fatality. Nein, nein, ich sterbe nicht. Ich will Willy. 2 gegen Willy. Das ist eigentlich der Untertitel von Double Dragon. Und nicht 5 gegen Willy und auch nicht 4 gegen Willy. Das sah auch interessant aus. Neue Erfindung von Schattenboxen. So. Das war so klar. Okay. Okay, ohne Move. Ihr könnt mich mal. Sag mal. Ist hier Venom verarschen oder was? Boah. Alter, springen die Scheiße. So. Ach, und dann nochmal. Oh, der blaue Hulk. Alter, ich kriege hier meine ganzen Credits weg. Vielleicht sehen wir doch nicht das Ende. Alter, ich kann hier gar nichts machen. So, Nummer 1 ist mal weg. So. Ah, es war ein bisschen zu weit gesprungen. Natürlich. So. Ah. Wenn er da steht, muss ich da wahrscheinlich auch runter. Ja.
So, komm, stellt euch mal alle in einer Reihe auf. Alter, das ist nicht Suplex City. Wer ein bisschen zu viel Zeit hat, kann ja dementsprechend mal die Referenzen zählen. So. So, komm. So, komm mal her. Ich habe keine Zeit für dich. Zack. Da kommt wieder die japanische Theatergruppe. Jetzt spielt für sie ja. Ja, komm. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist in der Version, der Bildausschnitt könnte größer sein. Ach toll. Da fehlt mir nur noch der blaue Bobo hier. So. Aua. Na, immerhin schon einer mal weg. Ach du Scheiße! Oh geil! Und Michael Jackson, Abobo. Soll ich noch eine ganz schlechte Referenz machen? Die fällt mir gerade so ein für ganz doofe. Woran erinnert mich die Szene? Blut, dabadibadu. Ich hasse euch jetzt dafür, wenn ihr jetzt irgendwie da diese scheiß Song im Kopf habt. Boah, was geht denn jetzt los? Jetzt kommt die goldene Edition. Ah. So, ich muss mal eben kurz ein bisschen aufräumen. So, jetzt bist du dran. Zack. Und noch ein Uppercut. Wurm. Na komm, Boss. Jetzt kann ich einen Uppercut. Oh, geil, man kann ihn sogar juggeln. Geil. Warte mal, das will ich gleich nochmal machen. Alter. Ah. Das ist eine Waffe. So, komm. Jetzt ist Party-Time. Wonnen. So. Haben wir nur noch irgendwie? Okay. Vermutlich ist das Level 7. Komm, Challenge. Finale. Das Getsungun. Hau mich tot. Komm, bei den 36 kann man ja Shaolin. Oh, geil. Schön! Da kann man schön hier eine Stage Fatality machen. Vielleicht kennt ja von euch einer Mortal Kombat Shaolin Monks, da konnte man das auch so mal schön machen. Die deutsche Version von Shaolin Monks war auch richtig geil.
die blendete beim Finisher aufs. Das Spiel stoppte aber nicht beim Finisher, das heißt, du hattest dann ein paar Sekunden Schwarzbild. Bei Alien Breed ist übrigens der Cheatcode fürs Schwarzbild. Und jetzt bitte, Achtung, alle Randgruppenwitze jetzt machen. Stevie Wonder. Wie schon gesagt, ich habe das nicht erfunden, das waren die Briten. So, letztes Credit. Ah. Zack. So. Oh, geil. Er muss wirklich die alten Michael Jackson-Klamotten auftragen. Ich wusste doch immer, dass der Jackson noch lebt. Arbeitet doch bestimmt bei Starbucks. Zack. Ah. Doof. Hä? Feuer? Feuer! Es ist schön, dass die mir mal ins Kreuz hauen. Alter, das finde ich überhaupt nicht cool. Alter! Meine Güte, ey, du kriegst ja hier gar nichts hin. Das liegt auch daran, dass man kaum trifft. Boah! Boah, ist das böse. Komm, Waffe. Natürlich nimmst du die nicht. Im Zweifel immer für die KI, ist klar. Na. Ah. Schön. Na. Ah. Okay. Der war auch böse. So. Boah. Ja, natürlich nicht. Klar, dass die Dynamitstange nicht hochgeht, wenn ich es gebrauchen kann. Das war so klar. Ah, weg. Ah. Na, passt. Boah, wie noch eine Runde. Schöner Kick. Ui. So, komm. Fight. Na komm. Ui. Komm jetzt aus vollem Lauf. Zack. Immer noch nicht. Jetzt aber. Na. Was kommt denn jetzt noch? Fight? Ich sehe noch gar nichts. So. Boah. Scheiße. Unfair. Na? Das Einzige, was ich noch ein bisschen hätte,
dass man die Lebensanzeige von den anderen sieht. Ah, vielleicht haben sie dann... Oh, das war auch wieder fies. So, komm. Aber sonst ist das eine geile Version. So. Schön. Die nächsten. Nee, ist klar. Ist klar. Ich habe kein Continuum mehr. Mist. Mist. Kann ich auch nicht weitermachen, ne? Nö. Mist. Ja, das waren 40 Minuten, ne? Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hier nochmal Dank an Dirk und Daniel. Oder Daniel und Dirk. Kloppt euch, wer mich lieber mag. Aber nicht in Simpsons-Style. Und ja, dann geht 2016, 2017, vielleicht 2018, irgendwann auf jeden Fall noch weiter. Und ich habe noch ein bisschen was ich euch zeigen will. Seid mal gespannt. Sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Venom 1974. Und jetzt liken, teilen, auf Facebook gehen, den Patreon-Link klicken, bei Amazon einkaufen und natürlich auf jedem Parkplatz meinen Namen brüllen. Not. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.